unterwegs mit dem Heli von der Lenk Uhr auf die Gletscherhochebene Pläne macht. Wegen der Klimaerwärmung schmilzt das Eis hier auf fast 3000 Meter über Meer immer schneller. Und der Vevechs Gletschersee wird von Jahr zu Jahr grösser und gefährlicher. Der Glaziologe Matthias Huss und seine Assistentin machen sich ein Bild von der Situation vor Ort. Das ist immer erschreckend, vor allem jetzt natürlich in so einem heissen Sommer, wo man jetzt sieht, dass schon im Juli der Gletscher komplett schneefrei ist. Der Gletscher müsste da eigentlich bis in August oder sogar September in Schnee bedeckt sein, damit er überleben oder eben gesund sein könnte. Das ist schon erschreckend, jedes Jahr wieder. Weil sich der Gletschersee schon mehrere Mal sehr schnell entleert hat, haben die Fachleute oben eine Überwachungsstation eingerichtet als Frühwarnsystem. Ausgestattet mit Kamera, Temperaturmesser und Pegelstandsanzeige. Diese Daten können die Forscher jederzeit per Funk direkt im Internet abrufen. So wissen sie, wenn es heikel wird, weil das Wasser zu fest ansteigt. Und wenn das Wasser auf 90% der Eisdicke ist, dann kann das Wasser eigentlich wie der Gletscher anheben. Und der Gletscher schwimmt dann eigentlich wie auf dem Wasser. Und sobald der Gletscher schwimmt, das sogenannte Schwimmgleichgewicht erreicht ist, kann das Wasser sehr schnell unter den Gletscher runtergehen und sich dort dann weiter verbreiten. Im Moment schmilzt der Gletscher im Rekordtempo und läuft langsam aus. Entsprechend viel Wasser kommt Simmenfeld durch ab in die Lenk. Dank der Messstation auf dem Gletscher ist man auch unten im Dorf immer auf dem neuesten Stand, wenn Hochwasser droht. Die Live-Bilder von der Überwachungskamera kommen direkt auf den Computer der Gemeindeverwaltung. Da laufen die Fäden zusammen für Notfalleinsätze. Schon ein bisschen gestiegen seit gestern. Der See wird natürlich alle Jahre grösser, oder? Durch die Schmelze des Gletschers. Und dann wissen wir natürlich nicht, wie die Zukunft läuft. Oder? Bis jetzt haben wir Schwein mit dem Abfluss, dass das normal ist gegangen. Oder? Und wir wissen natürlich nicht in Zukunft, wie das weiter läuft. Heikel wäre es vor allem, wenn gleichzeitig zum vielen Gletscherseewasser noch ein Gewitter kommt. Bei Hochwasseralarm würde die Gemeinde sofort gefährdete Wege und Felder sperren. Die Dorfbevölkerung ist sich gewöhnt an das Leben und die Naturgefahr in den Bergen. Trotzdem macht man sich seine Gedanken, weil alle Jahre noch mehr Wasser vom Gletschersee ins Tal donnert. Man hat Respekt, sicher. Man denkt sicher, hoffentlich geht die Zimmer nicht über und hoffentlich kommt nicht die ganze Wassermasse aufs Mal. Aber die Angst, Bedenken hat man sicher. Man ist nicht überrascht, weil in den Bergen kann allerhand passieren, vor allem in extremen Sommern wie heute. Und solange wir nicht mehr müssen miterleben müssen, zum Beispiel mit Unwetter, die andere haben erlebt, wenn wir sagen, sind wir alle zusammen noch froh, weil wir haben den Eindruck, wir haben das im Griff. Man macht sich schon Gedanken, ob es das Becken hinten bei den Simmenfällen, ob das das mal gefassen. Aber in den letzten Jahren ist es ja dann schon prekär geworden. Jetzt hoffen wir sicher, es kommen nicht noch mehr. Der gefährliche Anstieg vom Wasserspiegel wiederholt sich Jahr für Jahr. Meistens verbunden mit einer heftigen Seeentleerung, wie wenn man bei einer Badwanne den Stöpsel rausgezogen hätte. Die Forscher machen sich Gedanken, ob man gegen die Flutgefahr den See vorbeugend abpumpen könnte. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Wenn man sich überlegt, wir haben im Moment etwa 2 Millionen oder fast 2 Millionen Kubikmeter Wasser in dem See. Das wäre also ein extremer Aufwand, auch Kostenaufwand, den See auszupumpen. Aber wenn jetzt das Gefährdungspotenzial vor allem in Zukunft weiter zunimmt, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass man da etwas installiert und das Gefahrenpotenzial so versucht zu reduzieren. Ähnliche Massnahmen, wie man sich jetzt hier beim Vevechsee überlegt, haben die Fachleute zum Teil bereits getroffen. So ist zum Beispiel beim Untergrindelwaldgletscher ein Entlastungsstollen gebaut worden. Gut möglich, dass das hier auf der Plan macht, auch nötig wird.